Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück bei World of Warcraft Legends mit der Fee. Und ich hole mir mal eben den Flugpunkt, bevor er uns irgendwo hinschickt. Wo er gar nicht hin wollte. Geh doch mal weg mit deinem. Wir sind alles, was zwischen der Legion und. Wir haben hier ja auch noch Quests, aber wir wollen ja noch ein paar andere Quests machen. Ja. Sollen wir die denn jetzt hier weitermachen oder erst zurück oder was? Da seid ihr ja. Ich dachte schon, ich hätte die Bomben einen Moment zu früh gezündet. Also, ich würde gerne nach Sumara. Heute haben wir besiegt. Okay. Doch eine gefährliche Bedrohung liegt noch vor uns. Muss ich schon weitermachen, oder? Nee, wir können auch erst nach Sumara. Ich würde gerne Sumara fertig machen. Ja, gut, dann machen wir erst Sumara. Dann fliegen wir nach Meridil, ne? Ja, bin schon dabei. Ach so. Ach, guck mal, wir haben hier so... Auf der verehrten Küste können wir abgeben und da ist ja noch eine Quest für uns, aber ich möchte noch nicht... Ich möchte gerne bitte den Rest noch spielen. Fertig. Küste ist auch ziemlich, ist glaube ich erst nachher dazu gekommen. Das Auge Azarats ist glaube ich auch ziemlich. Nein, das Auge Azarats war glaube ich. Da ist auch ein Flugpunkt. Da war nämlich nichts. Was denn? Da war gerade ein Flugpunkt. Achso, war gerade vorbei. Ich jetzt nicht so schön sehen. Nein, ich würde gerne wirklich. Das Auge Azarats gab es vorher auch noch nicht. Ja, wir machen jetzt aber erstmal die Quest. Ja, 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 ja. Weil wir haben noch, glaube ich, 2 Stück haben wir erledigt. Also 2 Kapitel. Von 15. Und ich. Was für, nee, 11. Gehen. Gehen. Gähnen. Also 2 von 11 und 9 bleiben da übrig. Und dann hätte ich, würde ich das gern doch machen. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, weil. Möchte alles durchspielen. Ja, zumal wir wollen ja auch wissen, ne? Ja, wie kam Illidan zu zurück? Unserer Träne. Zu unserer Träne, ja. Tränenmod. Von Ilune, die Träne von Ilun. Übrigens, eine Göttin, die ich. Genau, Ilunes Stab habe ich. Also wenn ich der Uhu bin. Die Uhu? Der Uhu da, also das die Eule hat auch einfach. So, wir haben hier sonst nichts mehr. Doch, haben wir noch. Wir haben das hier auf jeden Fall noch Quests. Lilienstörung, diese verfügbare Quest, Lyana Düstergramm, hätten wir noch. Hier wird mir ganz viel mittlerweile angezeigt. Ja, weil es sind noch ein paar dazugekommen durch ein Ereignis. Eine Weltquest. Ich möchte die aber gar nicht machen. Das sind die blauen sind das. Vorbei mit Kriecherei. Das sind die blauen. Vorbei mit Kriecherei. Das sind die blauen. Dann Lulinienstörung. Die Nachsüchtigen verbleibende Zeit 9 Stunden. Ach so, das sind Weltquests, ne? Ja, so. Ereignisquest. Genau. Hindernisse aus dem Weg räumen haben wir noch. Die Hindernisse aus dem Weg räumen? Ja. Irgendwie nicht. Doch, ist hinten, hinter, also seitlich an der Stadt. Und dann hätten wir noch Unterwassermessungen. Ja, ich würde gerne Lyana Düstergramm machen. Ja, weil das hier direkt, in der Nähe ist. Genau, ne? Das ist. Die Gefallenen haben wir auch noch. Hier ich mache jetzt noch die Düstergramm. So, komm. Ja. Warte, ich muss mal eben aus der Map raus. Oh, nein. Ist denn jetzt da? Ja, hier. Hier bei den ganzen Vögeleien. Hier jetzt mal eben. Mal orientieren. Nee, dann machen wir das als erstes, weil wir haben hier noch ganz, warte, ganz hier ist noch Mana, Wir hätten hier noch, beim Froschi, die Frosch. Also wir haben noch verdammt viele Quests, die hier sind, habe ich gerade gesehen. Also die gelben zumindest. Ja. Aber Ereignisquests müssen wir wahrscheinlich auch machen, oder? Die ein oder andere. Oh. Können, müssen. Also wir nehmen alles mit, was... Ach, Scheibenglas, ich hänge schon wieder fest. Ich habe jemanden gezogen. Du hast jemanden mitgebracht, auch. Danke. So.
Team Doe schlägt zu. Wir wollen auf jeden Fall Story Quest machen. Genau. Definitiv. So, Team Doe hat zugeschlagen. So, komme ich hier hoch? Warum bin ich so schnell hier? So, die müsste irgendwo hier sein. Oder ist das unterirdisch? Teufelsseen, was denn hier? Oh. Die Verdorben müssen für unseren nächsten Angriff bereit sein. Was? Die Teufelsseelenbastion kann ihre Teufelsresistenz stärken. Was? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Das ist Weltquest. Nee. Ja doch, ich hatte eine andauernde Aussetzung hat sich gerade. Okay. Wo? Da steht denn? Doch Weltquest unten. Ausdauernde Aussetzung. Ja, aber ich wollte ja die andere machen. Ja, aber die haben wir jetzt automatisch gekriegt. Ja. Bist du noch hinter mir? Ja. Ich denke mal, die werden wir, also die ein oder andere Weltquest müssen wir wahrscheinlich für die Geschichte machen. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Oh, hier sind noch. Guck mal hier. Hier ist, du hast gerade. Was hab ich? Hier, du hast was übersehen. Hier ist Mana. So, nebenbei. Oh, cool. Können wir direkt mal ein bisschen fighten. Die helfen dir. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Also von daher. Ich weiß jetzt gerade auch nicht. Darf ich mal eben lesen kurz? Ja, mach mal. Machen wir das dann. Ja. Warte, Hoffnung, nein, das will ich ja gar nicht. Die Weltquest will ich lesen. Mit euch. Lesen. Wir müssen irgendwo hin, also der Pfeil zeigt irgendwo nach da. Der Pfeil, der sagt uns aber, wir sollen zurück nach der Insel, Küste. Weil da haben wir ja die Quest noch zum Abgeben. Nee, ich habe jetzt gerade auf die Achso. Nee, das ist da egal, glaube ich. Ist da egal. Ich kann die gerade nicht lesen, ich kann die nicht komplett öffnen. Nee, das ist. Kann man nicht. Kann man nicht. Die Weltquest kann man komplett lesen. Ich glaube, wir müssen da hinten zum Portal, kann das sein? Für die Weltquest. Das kann natürlich. Das ist eine Art Portale. Wir müssen verdorrte der Flüchtlinge Teufelsenergie aussetzen. Oder sowas. Ja, dann denke ich mal zum Tor, ne? Wo ist denn der Tor? Das ist so eine Art Tor. Da hinten so irgendwo, da ist so was. Ja, aber wie wir da hinkommen. Ja, wir müssen uns hier sowieso wahrscheinlich durchfighten, um die Quest zu finden, die hier irgendwo. Das ist jetzt nicht, ob wir da hier reingehen können. Guck mal, ob ich Schaden krieg. Ja, ich nehme Schaden. Ja, wir kommen bestimmt, warte mal, über hier oben wieder da lang. Weil da war ein Weg, also sowas ähnliches. Also so richtig Weg kann man das Ding auch nicht bezeichnen. Es ist nur ein bisschen Säure da. Hier so, weißt du? Siehst du? Mhm. Und da aus kommen wir dahin. Nehmen wir mal Schaden, nehmen wir glaube ich. Nee, nicht wirklich. Also ich zumindest nicht. Uraltes Mann, dann immer noch der Schmidt. Wo denn? Ja, in dem Vieh. Achso. Ich glaube, du kannst die Teufelskanone sogar besetzen. Okay. Was kann man damit machen mit Teufelskanone? Oh, ich habe irgendeine Quest gerade geöffnet. Quest endete, liebe Götter, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere. Bitte erhört meine Gebete und schickt Hilfe. Unsere Gruppen wurden von Satyren angegriffen und nun sind alle krank und haben Fieber. Wir brauchen umgehend medizinische Hilfe. Nein, greif nicht an. Also ich glaube, so eine Botschaft zu schreiben. Ja, ich kann nicht lesen leider. Zack, muss ich annehmen. Weil die Kay fightet ja leider nicht. Doch, ich fighte doch. Ich mach doch nicht viel Schaden, du Nuss. Ja, der hat aber auch weiter auf mich. Fiebriges. Ach, kann ich auch nicht teilen. Mist, soll ich hier abbrechen? Ich lasse einfach mal jetzt drinnen, ist ja egal. Soll ich gerade sagen, vielleicht kriege ich die ja noch. War das ein Gegenstand, was kann ich denn hier machen? Wo du drauf geklickt hast, oder was war das? Ja.
war. Vielleicht habe ich den ja auch. Könnten wir mitmachen. Da ist auch noch irgendwas. Hier hinten ist ein Stein, den man anklicken könnte. Da, wo die zwei Wachen stehen. Ich guck mal eben, wie ich. Gott, das müsste ja beistehen, ne? Eigentlich. Guck mal, was passiert. Ich sehe gar nichts. Wahrscheinlich. Ach, Anforderungsnotiz. Hab ich. Das sind Elite-Viecher, ne? Wo bist du? Warte, ich komm. Ja, ich brauch ein Ziel. Wo bist denn du jetzt? Hier. Ja. Ja, aber da ist was, was wir anklicken können. Wo? Da ist irgendwas gefangen. Wo denn? Hinten auf der anderen Seite. Ja, da bin ich ja gerade hin. Nee, da nämlich nicht. Falsche Richtung. In die, wo der Elite ist? Da ist nämlich was. Da könntest du was anklicken. Da sind nur zwei normale. Hä? Ja. Hey, schon, ich bin gerade am Fighten. Hier, gucke mal da. Und da sind zwei. Ja, die müssen wir erstmal platt machen, wahrscheinlich. Ja, kostet 50 Mana. Aber irgendwie habe ich natürlich jetzt nichts gekriegt. Ich glaube, wir müssen bestimmt in Richtung, weil wir haben ja auch genug gefilmt auf dem Widerstand. Ich habe kein Wort verstanden, aber passt. Wir müssen da rein irgendwo. Aber hier müsste noch irgendwo eine Quest sein. Ah, da ist die Quest. Hier ist die Quest. Ist er hinter mir? Da ist auch ein Dungeon oder sowas, ne? Alles, was ich richtig sehe. So. Ich habe kein Ziel. Ah, hier. Ist, glaube ich, weiblich. Dayama Düstergramm. Bei euch schwebt eine gefangene Dämonenjägerin in Stasis. Ihre Seele wird langsam in den Erntekristall hineingezogen. Ihr müsst den Seelenernter vernichten, wenn ihr sie aus der Stasis befreien wollt. Vernichtet den Seelenernter. Annehmen. Wie vernichten wir den? Nicht anklicken. Also, anklicken. Okay. Haben wir. Nämlich eine Illidari. Eine Illidari. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ja, lesen. Ach. Hallo? Mein Name ist Liana. Und wie lautet euer Druiden? Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gefangen gehalten wurde, aber ich spüre, dass sich eine große Anzahl Dämonen in der Nähe befindet. Es liegt noch viel Arbeit vor uns beiden. Es beenden. Ach nein, ich danke euch für meine Freiheit. Ja. Lariona, leider hat der Seelenernter mir einen Großteil meiner Stärke genommen. Doch bald werde ich meine Kräfte zurückerlangen. Elevierende Umstände. Oh, was für Namen. Ich bin mit dem Auftrag hierher gekommen, den Dämonenernter als Zuran zu töten. Wurde aber auf dieser Mission von meinen Teufelsledermaus heruntergeschossen und gefangen genommen. Ich will ganz oben mit euch sprechen, Lariona. Azeroan. Offen! Oben! Ja. Aber du, ne? Ich verbessere dich auch nicht. Azeroan plant das Kommandoschiff der brennenden Legion einzusetzen, um Dalaran zu vernichten. Um ihn aufzuhalten, benötige ich meine Kriegsleben, die ich bei meinem Sturz aus der Luft verloren habe. Ich würde sie mir ja selbst zurückholen, aber ich bin nach meiner Gefangenschaft noch zu schwach. Sucht bitte nach den Kriegsleben auf der nördlichen Seite des Kraters, wo ich abgeschossen wurde. Naja, müssen wir ja wohl, ne? Jo, angenommen. Frischfleisch.
Diese Krater wimmeln nur so von Teufelsfeuerbasilisken. Sie sind vielleicht nicht die schlauesten, aber sie sind ebenso hinterhältig und gefährlich wie alle Dämonen. Allerdings können sie uns trotzdem nützlich sein. Tötet die Basilisken und bringt mir ein paar Stücke ihres teufelsverderbten Fleisches. Ich habe mit dem frischen Fleisch etwas Besonderes vor. Sammelt 6 Stücke frisches Teufelsfleisch. Die frisst das doch, oder? Sterbt wohl. Wenn wir sie wiedersehen, sterbt wohl. Wo sind denn die Basilisken? Da ist ja schon einer. Und du hast die Katze bei dir. Wie du gerettet hast. Die Elemente haben gesprochen. Toll, er hat aber jetzt keinen. Nö, die haben glaube ich nicht alle. Wie immer. Warte, ich zieh den einen hier mit. Können wir uns nämlich die Basilisken gleich alle holen. Wenn wir in der Nähe sind. Hallo? Aber die haben auch ein uraltes Mana bei sich. Mhm. So. Hallo, Mr. Basil. Ich häng fest. Ich komm leider nicht rüber. Ah, der hatte Fleisch bei sich. Bei mir auf jeden Fall. Jo, bei mir auch. Ja, meistens droppen die fast dasselbe. Aus der Suppe sollten wir sich vielleicht rausstellen. Ich bin aber nie in der Suppe. Ich sag es wieder. Nein. Zauber gekriegt, um die nachher zu entmonetisieren. Aber der hatte auch wohl die drin. Ja. Kann ich die hier irgendwie ziehen? Ja, doch. Ich glaube, der kommt hoch. Wir müssen gleich mal durch die Suppe. Ich sehe schon eins klar, als Klebe oder was das da ist. Echt? Ja, da auf dem Hügel. Hier so, auf dem Hügel. Guck mal, was da leuchtet. Ich sehe dich leider nicht, also von daher. Ja, hier oben drauf. Ach so. Boah. Gucke du da. Gerade durch da leuchtet was. Hä? Wo leuchtet da was? Da, an dem Knochen. Unten. Ach so, ja dann. Ja, aber ich würde nicht direkt durch die Suppe. Ich wäre vielleicht über die Steine gehüppelt. Sicher. Sehe ich. Einer fehlt noch. Dann. Ne, 1 von 1. Ja, aber irgendwas fehlt noch. Ja, Lyanas. Kriegs. Zornerfüllte Kriegs. Wo die ist, keine Ahnung. Die muss aber auch hier irgendwo sein. Ah, ich sehe sie schon. Wo denn? Die Richtung. Irgendwo ist die. Da ist so ein Punkt. In die Richtung. Da bin ich ja blau, oder? What? Nein, dahinter so ein Kreis ist dann. So, ich würde mir gerne jetzt nochmal eben die anderen beiden holen. Tut aber weh. Ja, aber nur. Ich komme nicht aus der Schatzsuppe raus, das ist das Problem dran. Aber ich muss mich mal eben heilen. Ich hasse Dämonen, ne? Habe ich das schon mal gesagt. Die Elemente haben gesprochen. Der Traubelt ist drin. Jo, 3 von 6. Aber wir müssten rein theoretisch irgendwo hoch. Also da so hoch. Siehst du den Kreis? Nö, nicht wirklich. Aber ich sehe. Oh, oben in der Map. Ja, ja, ich sehe aber keinen Kreis gerade. Da müsste der ungefähr sein. Nein. Doch, da müsste die. Da ist 2 von 2. Achso. X-Sklave sein. Tja, dann werden wir uns mal nicht hier einmal komplett durchfallen müssen. Sind die Verderber. War ja uns klar, oder? Beruhig bitte nicht zu laut.
eklig. Irgendwo musst du hier sein. Eine Höhle. Alter! Was hat denn der gemacht? Gut Damage, warte. Wo bist denn du? Oh. Und fast geheilt schon. Und da sind noch welche, ne? Dreckige Schamane! Gut, gehen wir jetzt beide auf mich. Wer geht jetzt komischerweise? Vielleicht waren das ganz besondere. Ach, guck mal. 10 Uhr alles. Mana, nehmen wir mit. Oh. Ich glaube, ja, der ist besonders. Ich bin aber aus dem Kreis wieder raus. Ja, aber oh, gekriegt. Der hatte das. Die hat das Teil bei sich gehabt. Oh, dann haben wir die Quest schon mal fertig. Jetzt müssen wir nur noch dann die komischen Fleischbrocken. Noch 3 Stück. Oh nein. Sind ja auch noch so Dämonenviecher. Oh nein, da will ich nicht lang. Ach nein. Oh nein, da kommen wir mal zu zweit, ey. Aber der hat Urlaub als Mana bei sich gehabt. 3 Stück? So. Ach guck mal, da sind wieder welche. Die brauchen wir jetzt halt nicht so lange. Ich muss mehr hören. Sag ich jetzt einfach mal. Brauchen wir leider nicht so. Gott sei Dank nicht so lange. Ist kleiner als. Oh, nochmal 4 von 6 habe ich. Ja, ja, ich auch. Meistens, wenn bei dir einer droppt, droppt er bei mir auch. Aber jetzt bitte nicht schon wieder durchs Wasser. Oder nee, so. Nee, wollte ich auch gar nicht. Das ist kein Wasser. Durch die Teufelsbrühe. Das tut aua. Das hat mich so verletzt. Seelisch. Nein, renn doch nicht da rein, ey. Was sind die dämlich, ey? Da muss ich doch rein, leider. Die Elemente haben gesprochen. Das Problem ist. Er hat. Ja, das Problem ist. Komm mal rein, ich komme meistens in Bärengestalt nicht mehr raus. Zumindest sehr schlecht. Komm hier. Da. Da, da, da. Ich hab da echt immer. Ja, weil Bären. Du bleibst mit den Bären öfters irgendwo hängen als mit anderen. Mhm. Weil die sind ja ein bisschen pumpelter. Kann doch nicht direkt los. Oh. Ja, mit der Teufelskanone. Also die werden wir nachher wahrscheinlich irgendwann brauchen. Ich will, denke auch. Wenn ich jetzt. Die werden alle los, ne? Ja, womöglich. Die sind nicht so leicht. Ne? Sind nur welche. Da hinten. Das ist immer so eklig, die dämonenbesetzten Gegenden. Die sind so. Trostlos, dämonisch. Aber da ist nochmal Money. Hä? No. No, der hat nichts. Müssen eh dahin. War es ja noch ein Baskelusk. No. Aber hier, glaube ich, macht das eh nichts aus. Wir stehen direkt im Dämonenblut. Ah, der hat noch Fleisch. Und abgeschlossen. Jo. Und mal eben schnell. Oh, altes Mana mitnehmen. Hallo. Hilfe, oder? Ja, natürlich brauchen wir Hilfe. Wer braucht die nicht? Das ist schon mal länger. Ich mag die Dämonen nicht. Nur so zum Kotzen. Ja. Ja, ich lebe zu dienen, also ein Sklave. Eine Slave, wait.
Lass es mal. Ich sag jetzt kein Ding. Nein, sonst kann ich halt nicht wieder monetisieren. Kannst du wahrscheinlich eh nicht. Ja. So, was haben wir denn gesagt? Irgendwas Böses? Wieder haben wir Mist gesagt oder so? Haben wir gesagt Mist? Noch nicht, ich hab noch nicht geflucht. Kakapubo? Achso. Also ich muss mir das Fluchen abgewöhnen. Ja, du musst ja alles abgewöhnen. Zu atmen vor allen Dingen könnte YouTube gegen die Werbe... Du stehst in dem Questy. Könnte gegen die YouTube-Regeln... Glevierende Umstände. Ja. Habt ihr meine Gleven tauren? Tauren. Heißt das nicht Taure? Aber egal. Tauren. Dank euch, jetzt wo meine Kriegsgleven wieder da sind, werde ich die Teufels... Seelenbastion in Schutt und Asche legen. Mein Zorn ist unendlich und meine Rache schnell. Naja. Frischfleisch. Habt ihr das frische Teufelsfleisch für mich? Ja, natürlich! Ich sehe, dass ihr Fleisch vom frisch erlegten Teufelsbasilisken mitgebracht habt. Hört gut zu, denn jetzt erkläre ich euch, wozu das gut ist. Oh, Backe. Grimmschwinge. Die Verschlingerin, oh Gott, danke, dass ihr mich aus der Gefangenschaft befreit habt, Druiden. Allerdings ist Azauran kein gewöhnlicher Dämon, sondern ein mächtiger. Iridar sind die du jetzt als Drenal kennst. Die hießen früher also, Iridar. Der einen hohen Rang in den brennenden Legionen einnimmt. Wenn ihr mich weiterhin begleiten wollt, benötige ich einen Beweis eurer Stärke. Nein. Haben wir doch schon. Ich bin schwächlich. Grimmschwinge, die Verschlingerin, ist die stärkste unter den Teufelsledermäusen. Und damit eine geeignete Prüfung für euch. Platziert das Basiliskenfleisch auf dem Altar im Norden und tötet Grimmschwinge, wenn sie auftaucht. Wenn ihr mir ihren Kopf bringt, werde ich nicht mehr an euren Fähigkeiten zweifeln. Tötet Grimmschwinge die Verschlingerin. Tod der Legion. Oh Gott. Ich möchte das gar nicht. So lange kein Dämonenblut mehr gekostet. Wenn ihr mich nach dem Tod von Grimmschwinge finden wollt, folgt der Spur aus Dämonenleichen. Aus Dämonen. Wo ist denn der Altar? Ah ja, die geht Dämonen so töten. Ja. Da oben ist der Altar irgendwo. Naja, wir müssen hier lang. Ach, oder da, wir könnten auch hier lang. Ja, geht vielleicht auch besser. Müssen wir aber trotzdem einmal in Suppe. Ja, dann lass einmal kurz ins Dämonenblut. Naja, ist ja kein richtiges Dämonenblut. Nee, hoch, ich ging fest. So. Wo ist denn jetzt lang? Ja, hier. Der irdene Ring steht euch bei. Kommst du da nicht rüber, meinst du? Nee, komm, ich bin scheiße. Wir müssen quer durch das Becken. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Scheiße, ich hab Nuss gesagt. Ist das jetzt verboten? Was, du Nuss? Ja. Ja. Das möchte YouTube nicht. Das sind alle Freunde. Das ist ja noch nicht mal eine Beleidigung. Ja, weiß ich nicht. Augenblick ist bei YouTube alles, glaube ich, eine Beleidigung. Nein, man muss sich komplett verändern, damit man... Ja, du musst dich komplett verrenken. Aber ich lass mir ungern den Mund verbieten. Halt nur mal eine große Klappe. Du darfst das Wort auch mit SEX nicht mehr sagen. Ich hab außerdem auch nicht aus Spaß. Du darfst das Wort SEX nicht mehr in den Mund nehmen. Ha, er hat in den Mund nehmen gesagt. Oh. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Was ist so schlimm daran? Aber Werbung für irgendwelche Erotik. Na, sag er nicht. Was denn? Nein, Erotik ist ja eigentlich. Obszönes. Nee, Erotik ist nichts Obszönes. Schiss. Shit. Wir schaffen es. Dann gibt es einen Prank und die komischerweise. Ich frage mich, eigentlich leidet ja jetzt jeder YouTuber darunter. Ja. Nicht so knapp, weil jeder mal flucht, jeder mal genau. Aus Spaß jemanden mobbt. Also, jetzt nicht wirklich mobben, sondern einfach wirklich nur dieses, ne? Hä? So. Da steht noch einer bei mir. Ja, bei mir auch. Dieses, ja, so ein bisschen... Necken, ne? So dieses... Ach, boah, bist du doof oder so. Na toll, danke. Was denn? Ja, jetzt kann ich ja nicht mehr im Monat diese geben. Das glaube ich nicht. Weil doof ist er jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, weißt du das? Ja, ganz ehrlich. Du müsste irgendwo der Altar jetzt gleich sein, aber ich...
Davon mal ab, willst du jetzt jedes Mal aufpassen, was du sagst? Ja, natürlich! Nein, nein, aber hat jeder YouTuber hat das Problem. Größere YouTuber haben dort haben das Glück, gegebenenfalls da eine manuelle Überprüfung nochmal anzufordern, weil ab 1000 Klicks in den letzten 7 Tagen, was natürlich bei den größten YouTubern kein Problem sein sollte, dann wird das nochmal manuell geprüft. Bei mir zum Beispiel, ich mit meinen. Ich habe große YouTuber, die trotzdem zwischendurch mal schöne Sachen sagen. Eigentlich wirst du deiner Meinungsfreiheit beraubt. Also du darfst. Darf ich den hier auch? Du darfst keine Meinungsfreiheit haben. Also du darfst. Du musst dich jetzt anpassen und verstellen, damit du. Nee, das mag ich nicht. Und so kleine YouTuber wie meine Wenigkeit. Die haben. Aua! Nochmal. Die können eben halt keine manuelle Prüfung machen, weil ich habe, glaube ich, weiß nicht, 5 Klicks vielleicht auf ein Video. Aber ich habe, glaube ich, gerade mal ein. Ich habe jetzt gerade mal 1000 Klicks auf ein Asbach-uraltes Video. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich möchte mich echt nicht verstellen für irgendwas und irgendjemanden. So, so hier nix. Müssen wir jetzt das Fleisch übrigens hinlegen. So, da drauf. Ah, da ist er ja schon. Oh, aua, 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 aua. Aber das bringt uns nichts, wenn wir uns. Hattest du das auch jetzt da drauf getan gehabt? Das Fleisch? Ja. Bringt uns ja nichts, wenn wir uns verstellen. Dann ist es ja nicht mehr authentisch. Ich hab's abgeschlossen. So, ich hab einen Kopf. Dann ist es ja nicht mehr authentisch. Dann ist es ja einfach nur noch, Ja, so ein Einheitsgedüsel. Einheitsmatsche. Also ich denke mal, es gibt Themen, also ich finde es dann auch schon sehr schlimm, dass Organisationen keinen Opferschutz mehr machen können, so wirklich. Genau. Das dürfen die eigentlich nicht mehr. Nein, das finde ich aber schlimm. Ehrlich gesagt, weil mit YouTube erreichst du nun mal viele. Was aber YouTube dann nicht berechnet, die ja nicht monetarisiert sind, die Videos, das heißt, dann gehen die Werbeeinnahmen aber auf jeden Fall, es gibt keiner mehr Werbung. Doch, der wird dann andere draufgeschaltet, wo du eben halt kriegst für Kriegs. Wo du für nichts mehr für Kriegs. Der ist aber zu gering. Nee. Nö, ist ja doch, die schalten die Videos auch trotzdem weiter auch mit drauf, die halt nicht da, nur du kriegst halt dafür nichts. Ja, aber dann. Das passt aber dann wieder vorne und hinten nicht. Es ist nicht werbefreundlich, schalten aber die Werbung drauf. Genau. Die Leute ich glaube beim Gronkh habe ich, glaube ich, gelesen, da hab das. Nee, ich glaube, die schalten auf die anderen Videos echt Werbung. Nein, auch auf die dann. Nee, ich meine nicht, weil die sind ja nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch gerade ehrlich. Ist auch egal, aber trotzdem. Ja. Ich glaube, bei Gronkh war es Evil Within, da haben sie. Das lässt er, glaube ich, nicht mehr oder kann er nicht mehr monetisieren. Und auf ein anderes monetisiertes Video kam aber die Werbung dafür. Hat er nein, Evil Within 2 für die neue. Ja, für. Genau, aber auf ein anderes monetisiertes Video. Genau. Haben sie die Werbung geschaltet. Aber ich sag ja, die schalten das, glaube ich, nur auf die monetisierten Dinge. Das. Achso, warte mal, wir sollten folgen, ne? Ja, wir müssen die suchen. Oh nein, wir müssen hier durch, glaube ich. Hier durch, oder? Ja, der ist. Machen wir den? Wir könnten es versuchen, das Elite. Wir haben Helfer dabei. Ja, okay. Wir versuchen es. Ich versuche den jetzt. Der Tank. Ich hab den. So. Ja, aber das wäre ja dann Schwachsinn, weil die können ja nicht sagen, es ist werbekonform und die Werbung aber trotzdem drauf packen. Tja, siehst du auch, wie einfach das geht. Weil dann wäre der Werbepartner rein theoretisch damit ja auch nicht einverstanden. Deswegen denke ich mal, dass ich verstehe dich überhaupt nicht mehr. Ja, etwas sehr laut und du sprichst sehr leise auch. Nein, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, dass das wirklich nur auf die
Ja. Ich kann das blöde Wort nicht aussprechen. Monetarisieren. Videos dann auch ist. Und die anderen nämlich nicht. Also ja. Ich denke schon. Nur. Wird da hin, wie er läuft, ne? Nur dann wird YouTube ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, wenn kaum noch Werbe richtig geschaltet ist. So quasi. Da geht ja nicht. Weil. Ja. Also ich glaube nicht, also keiner kann. Ach ja, viele Freude, wie schön die Welt ist. Und rosig. Ja, da gibt es bestimmt welche. Ja, aber auch nicht viele. Was kann ich denn hier mitmachen? Ich verstehe es. Weil du weißt ja schon gar nicht mehr, was darfst du überhaupt sagen und was nicht. Also das ist ja das Lustigste. Ja, wir müssten jetzt irgendwie darüber. Ja, irgendwie, ja. Irgendwie. Ich komm so außen rum hiervon. Guck mal. Da ist ein Weg. Ja, ich stehe darüber. Bist du? Ja, so oder so müssen wir durchfalten, also. Daher. Okay. Aber keine Lust. Eigentlich, wo bist du? Am Falten. Wieso machst du die erst platt? Weil ich irgendwas ausprobieren wollte. Nee, ich dachte, der Buch wäre irgendwas Besonderes. Okay, weitermachen. Naja, ich find's einfach ein bisschen blöd. Aber ich lasse mir meinen Mund trotzdem nicht verbieten. Es wäre schade drum, weil dann sind. Aber in meinen Videos verbiete ich dir den Mund so. Hm? Du darfst nicht mehr sprechen. Was? Darf nicht mehr sprechen mit dir? Nein, generell nicht. Okay. Dann schaue ich nichts mehr. Gut. So, Lenny. Es ist schön. Ich verstehe kein Wort. Du musst lauter quatschen. Ja, irgendwie ist das aber auch. Nein, das ist einfach eben Spiel. Weißt du, der Sound ist dann sehr laut. Ich schreien muss ich. Ich will aber nicht schreien. Versuche ein bisschen leiser zu hören. Nein, schrei ruhig, das ist noch nicht verboten. Was? Schrei ruhig! Ist noch nicht verboten. Glaube ich. Ja, das ist es nämlich. Was darfst du und was darfst du nicht mehr? Das da kommt ein Brecher. Der sieht ja stark aus, er ist auch Elite. Ja, was ist den denn? Werden wahrscheinlich müsste irgendwo sein. Ja, hier, guck mal, hier ist ein Gebäude. Ach so. Und hier liegen Leichen. Hier drin. Ach so, das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Sprecht nun, Dämon. Führt mich zu eurem Meister. Dann lasse ich euch vielleicht am Leben. Ach ja. Grimm. Wir sind alles, was bis Grimmschwinge, die Verschlinger. Was bringt ihr für Neuigkeiten über Grimmschwinge, die Verschlingerin? Weiter. Hm. Grimmschwinge war eine fürchterregende Dämonin. Ich muss sagen, dass mich eure Fähigkeiten beeindruckt haben, Lariona. Zumri! Es gibt hier noch sehr viel mehr Dämonen zu töten.